Um 17.21 Uhr stürzt der dritte Turm in sich zusammen. Niemand wird verletzt. Jedes Schulkind kann erkennen, dass das kein natürlicher Prozess ist, wie es quasi im freien Fall einstürzt, symmetrisch und glatt. Ein normaler Einsturz folgt dem Weg des geringsten Widerstandes, nicht einfach senkrecht, direkt nach unten. World Trade Center 7 war ein beeindruckendes Gebäude, 174 Meter hoch, 47 Stockwerke, jedes so groß wie ein Fußballfeld. Doch für die Fundamente gibt es nur wenig Platz, da das Gebäude nachträglich über eine U-Bahn-Station und ein Umspannwerk gebaut wurde. Hier rot eingefärbt. Lange Stahlträger müssen die Lasten ausgleichen, auf der Ostseite rechts im Bild. Zwischen dem 5. und 7. und dem 22. und 24. Stock werden Verstärkungen eingebaut. 82 Säulen tragen die Last, 58 verlaufen entlang der Außenseiten, 24 bilden den Kern. Damit die Außenhülle in perfekter Symmetrie fällt, und das passiert hier ja, müssten all jene Säulen binnen einer Zehntelsekunde entfernt werden. Mit Feuer geht sowas nicht. Mit einer Sprengung schon. Brach Gebäude 7 zusammen wegen der Beschädigung durch den Nordturm oder war es eine kontrollierte Sprengung? Die Macher von Loose Change haben einen Sprengmeister aufgetrieben, der auf 28 Berufsjahre zurückblickt. Er sieht die Bilder vom Einsturz hier zum ersten Mal. Das ist eine gezielte Sprengung. Sicher? Absolut. Es ist implodiert. Das waren Profis. Aber das geschah am 11. September. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher, dass das am 11. September geschah? Das kann nicht sein. 7 Stunden nach dem World Trade Center. Wirklich? Dann haben Sie hart gearbeitet.